Hier, als ich hier kommt hier der Typ hier an, ey. Mit seinem Zickenbart. Und er hat wieder ein Schwert bei sich. Finde ich sehr gut und sehr sozial von ihm. So. Hallo, geliebtes Amerika. Ja, die Pistole könnten wir mal miteinander mal Combination machen. In letzter Zeit denke ich über etwas nach. 1% verschissen. Oh, ich hasse diesen Enklave-Sender, der ist so ätzend nervig. Der ist mit so viel extremer Propaganda hier mittlerweile. Also, voll geschmiert. Das ist so, als wenn wir mittlerweile hier Fernsehen gucken würden bei uns. Das ist so viel. Stellen Sie sich einen perfekten, wolkenlosen Tag vor. So, ich glaube, ich habe jetzt alles ausgeräuchert hier. So, Klappe. Oh, hier ist 5mm Munition. Nee. Ah, Scharfschützenmunition. Ganz komisch im Bett gefallen. Warum auch immer die einfach da liegt. Sonst ist nämlich hier gar nichts weiter. Doch hier. Ach ja, ich werde hier übersehen. Was haben wir da? Buff out. Na, lass doch mal los. Och ja. Okay. Hä? Ich bin verwirrt. Geht das jetzt hin? Den habe ich nicht mal gesehen. Da ist noch einer mit einem Messer. Müssen wir mal gucken, wie das uns jetzt hier schon. Ah! Achso, okay. Void 106 Generalschlüssel. Sicherheitsterminal, gucken wir uns mal gleich an. Ist denn hier. Sag mal, wo ist denn die Wackelpuppe? Ich hoffe, ich bin nicht an der vorbeigelaufen. Dringend Sicherheitshinweis. Heute um 15.30 Uhr werden wir Steuerungssequenz 46-2a einleiten. Da wir nicht genau wissen, welche Auswirkungen die Gasausschüttung haben, weisen wir jeden, der diese Nachricht empfängt, an, sich an dem ihm zugewiesenen Standort zu begeben, der in seinem Formular C11 angegeben ist. Die zugewiesenen Standorte wurden wegen der von Ihnen gebotene Deckung und Sicherheit ausgewählt. Verlassen Sie sie also nur im äußersten Notfall. Denken Sie daran, jeden, der sich abnormal verhält, gemäß den vorgegebenen Richtlinien zu behandeln. Und bitten Sie vor allem dringend sofort um ärztliche Hilfe. Wir danken Ihnen für Ihre Hilfe während dieses kurzen Tests und versichern Ihnen, dass die Steuerung nicht tödlich ist und vor 16 Uhr aus der Luft verschwunden sein wird. Ach so, also nicht mal eine halbe Stunde. Der Aufseher. Tja, wie ihr gesehen habt, hat das Gas eben mal ganz fix die Leute hier so schnell zum Ausrasten gebracht, dass das wohl total schief gelaufen ist. Achso, das lag. Da war ein Kopf. Also es war wirklich ein Gas, wusste ich es doch. Wojtek hat hier an einem gewissen Gas gearbeitet. Sehr schön. Hatte ich eigentlich nämlich schon gehört, mein Freund.
Oh, der hat auch wieder ein Offiziersschwert gedroppt. Kampfrüstung habe ich mal. Was, wie viel? 27. Ich glaube, hier ist die Wackelpuppe gewesen. Oder? Nee. Aber sah der Raum nicht auch so aus? Lucky-Pistolen, sag mal. Jetzt bin ich schon voll, verdammt. Wieso bin ich denn hier mal so schnell voll? Oh gut, die ist mehr wert. Ach, Menno. Saufen wir einfach was. Oh, da liegt ein Büchlein. So, was wollen wir doch nicht übersehen. Sehr schön. Dietrich plus 1. Zu langsam. Ich hab Angst, dass ich die übersehe. Hast du mir überlegt? Zahn. So, hier müssen wir mal ein bisschen drauf achten, weil wir brauchen ein paar Gummischläuche. So. Sieht ja sehr leer aus hier. Ach, verdammt. Schwede, geht es hier weit nach unten. Hä, ich habe da noch hier einen gesehen. Das ist eine normale Tür. Du bist tot, Überlebende. Das ist kein Wahnsinn, Digga. Was haben wir denn hier? Hey. Wo? Okay. Das war jetzt strange. Paul Hammond. Zeit, etwas Blut zu lassen. Ach, guck einer an. Also er scheint die ganze Sache überlebt zu haben. Oh, und der hält aber auch ein bisschen was aus. Hä? Jetzt hat er auch noch einen Stealth. Ist das ein Bug oder? Irgendwie war das ganz komisch gerade bei mir. So. Bin ich denn hier? Ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe die Wackelpuppe schon übersehen. Die doch ganz anderen Ort vermutet. Na, wir werden es sehen. Wenn ich jetzt hier durch bin, dann muss ich da nochmal reinkatten, wo sie genau war. Ja, ich bin ganz woanders gelandet. Scheiße. Hier ist nämlich gar nichts mehr, wa? Ich habe die doch schon übersehen. Auf oben den Tisch gestanden haben, glaube ich. Mann. Ach, hör doch auf. Geht doch. Mikrofusionszelle, das ist sehr gut. Das ist jetzt doof, muss ich mal so sagen. Der hat hier welche in hier. Hier sperrt sozusagen. Okay, ich gucke jetzt noch mal ganz kurz. Ist die wirklich nicht hier? Wackelpuppe? Ich habe ja so einen Gedanken, wo das gewesen ist. Aber gut, ich cutte mal kurz raus und dann sage ich euch gleich wo. Okay. Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, ich bin schon zu weit fortgeschritten. Ich habe schon irgendwie was übersehen. Das stimmte von Anfang an. Ich habe
ganz am Anfang was übersehen. Warum gab es hier überhaupt den Universalschlüssel? So, so strange. Und zwar das ist recht am Anfang gewesen. Man hätte also auch, sag ich mal, recht frühzeitig, wenn man diese knackige Tür nicht hätte öffnen können, auch schon die Void-Puppe bekommen können. Ich habe hier nämlich ganz am Anfang was vergessen. Ich wusste doch, dass ich oben was übersehen hatte. Ich hatte die ganze Zeit, wie gesagt, dieses Gefühl, ob ich was vergessen habe. So. Und zwar war das sogar hier? Nee. Hier war's. Genau, und hier waren wir nämlich noch gar nicht. Hier ist es nämlich. Da ist noch ein letzter Vault-Teilnehmer, der sich gleich mal schlafen legen kann. Aufklärung und so. Stimmt, gab es ja so Anzüge. Schleichen. Oha. Noch was Interessantes? Nö, aber hier ist unsere Wackelpuppe Wissenschaft. Sehr nützlich. Brauchen wir. Sehr, sehr nützlich. Okay, jetzt haben wir die Vault 106 fertig. Wir wissen, hier gab es ein Gas, was die ganzen Vault-Teilnehmer zum Durchdrehen gebracht hat. Ja. Und daher ist diese Vault gefallen. Als nächstes gehen wir jetzt zur Vault 108, glaube ich. Da gibt es auch nochmal eine Wackelpuppe, die wir benötigen. Aber ich glaube, die ist nicht ganz so wichtig. Oh, ellenlange Wege hier raus. So, machen wir mal die... Was? Gut. Machen wir mal die Vault wieder zu. Gehört sich ja so. Schließlich. Schon sehr beeindruckend gemacht. Ach, ist das doof, jetzt hätte ich... Jetzt muss ich ja nochmal cutten. Was ist das da? Schüttländer. Alter, sind das viele. Aber ich glaube, die haben nichts, oder? Kommen Sie schon. Helfen Sie mir, dieses Halsband loszuwerden. Bitte. Ich kann es versuchen, das Halsband abzumachen, aber es könnte explodieren. Sie sind ein Sklave. Finden Sie sich damit ab. Was auch immer. Ich sehe keine Sklavenhändler. Oh, ja. Da ist er. Ich habe Ihnen nichts zu sagen. Gehen Sie weiter. Naja, wir könnten... Was? So, ich dachte schon. Ich will mich jetzt erstmal mit den Sklavenhändlern noch nicht verscherzen, von daher lasse ich das erstmal. Ich cutte jetzt nochmal, weil ich vergessen habe zu verkaufen. Bis gleich. Oh Gott! Hier gibt es ja schon wieder richtig Action. Meine Fresse, was geht denn hier schon wieder ab? Vor allem, ich habe nicht wirklich Munition oder Waffen dafür. Munition habe ich genügend. Oh, das sind so eine scheiß fetten Typen. Dann nehme ich mal Yao Gao Fleisch. Und wieder Zeiko. Zeiko habe ich. Ja. So, jetzt hier. 95%. Boah. Alter. Und wie erscheinen die hier immer an der Stelle? Was? Nee, nee, mein Freund. Oh. Komm schon. Jetzt.
Die Shotgun ist so geil. War doch letztes Mal schon mal, dass hier, so eine Typen gespawnt sind. Ja, ja. Der Raketenwerfer, ich weiß gar nicht. Macht, glaube ich, keinen Sinn. Scheiß Minigun. Ja, selbst denen, sein Raketenwerfer ist im Arsch. Okay. Die Minigun reparieren wir mal miteinander. Räderrüstung auch. Und so, dass wir hier so wenig wie möglich an Verlust haben. Hier unten können wir übrigens lang gehen. Aber ich glaube, das ist total verstrahltes Gebiet. Das ist, glaube ich, auch nicht mal wenig verstrahlt. So, ich glaube. Toll, jetzt ist mein Handy aus. Moment. Ich habe hier wieder so eine Karte aufgemacht. Okay, hier rechts daneben. Ist doch neben Canterbury Commons, oder? Nein, wir werden es sehen. Das gibt hier noch so viel zu entdecken, ey. Wahnsinn. Sollte ich mal die Waffe nochmal wechseln. Ich will endlich mal meine Main-Waffe haben. Dazu muss ich erstmal nach River City und so. Aber das erstmal möchte ich hier, wie gesagt, die hauptsächlich Wackelpuppenfigur haben. Weil sie die ganzen Figuren schon mal haben. Was haben wir hier als Gegner? Irgendwas. Oh nö! Oh shit. Nicht die. Impulsgranaten. Check. Naja, wenn sie mal wenigstens wieder gebraucht. Jetzt soll mal die Genauigkeit ein bisschen besser von den Dingern. Und der letzte. Komm. So, wie viel Schaden hat er mir immer? Bestimmt wieder viel. Ah, es geht so. Okay, krieg mal da. Muss ich hin? Wo die Markierung? Achso, ich hatte ja noch mehr Schaden drin gehabt. Nee, das ist, glaube ich, ein ganz anderer Ort hier. Was ist hier? Bei so einen Orten hier, bei so einen umgekippten LKWs, oh, findet man auch mal Mini-Atombomben. Eigentlich meinte ich eher... Alter, was ist mit euch Phase? Na komm schon. Nein, nein, den da, ja genau. Alter, wie geil ist das? Das kriegt man nur bei so gut mit den... Was, verdammt. Mit den Scharfschützen-Skills. Boah. Na gut. Okay, da ist aber noch einer, oder? Im Warzmoos habe ich dann. Oh, Level 100. Muss ich da im Moment. Konnte ich das nicht sogar schon jetzt so hoch machen? Noch schön, ey. Kotzt mich hier so an, hier mal dieses Süchtigmacherei-Scheiße. Es gibt aber noch so einen Effekt, so ein. Skill, womit ich die Chance verringern kann, aber naja. Doch, hier war doch richtig. So. Machen wir mal gleich unsere Kampfflinte wieder besser. Was haben wir denn hier? Sind. Ach, Kühe. Hier ist schon wieder ein Kraftwerk. Jetzt stehe ich gerade auf dem Schlauch. Ich überlege gerade, wo nochmal. Oh, was denn? Was ist da denn los? Kämpfen die zusammen oder was?
Da habe ich das Auto im Hintergrund getroffen. Da ist noch so eine Tankstelle, habt ihr gesehen im Hintergrund? Wo ist denn die? Okay. Pulsminen. Okay. Das wollte ich jetzt zwar nicht. Oh. Das wollte ich jetzt auch nicht. Der Ort kommt mir hier ziemlich bekannt vor, und zwar negativ. Vom wegen mit Abstürzen und so. Ich mach mal ganz kurz einen Safe State. Kleines Dörfchen. Oh, ein Haus. Das könnte sogar bewohnt sein. Muss ich mal ganz kurz gleich mal reingucken. Ich wollte ja eigentlich gerade... Naja, ist egal. Aber die... Oh, die einzigsten Orte, die so ein bisschen belebt waren oder mit Sachen bestückt waren, war irgendwie Minefield. Hier ist irgendwie gar nichts. Ne, das Häuschen da ist auch leer. Also, es ist verschlossen erstmal so. Da guckt man nicht rein. Okay, na, dann gehen wir noch schnell zum Kraftwerk hoch. Damit wir das mal aktivieren. Wo war denn das jetzt so? Naja gut, ich mache ja eh jetzt hier einen Cut und dann gucke ich mal gleich nochmal nach, wo denn überhaupt jetzt das war. Oder was da war. Ist das überhaupt ein Kraftwerk? Das ist eine Fabrik. Oh. Ja,